reach for all the stars and become who we are. We are one and all, we will take it so far. We will. Hello! Hello, iedereen! Hallo, Nuri! Hallo. Hallo, Hans! Hallo, goedemiddag, goedenavond. Ja, daar ben ik. Fijn dat je bent. Ik ga je nog even introduceren, Nuri, want ik had eventjes 5 minuten gewacht. Want ik had gezien dat je het heel druk had vandaag. Ja. Jij verstaat nog wel Nederlands, dus ik kan even Nederlands praten. Ik versta Nederlands. Oké, mooi zo, dat wist ik, hè. Nou, in ieder geval, hartelijk welkom iedereen op deze speciale webinar met onze president Nourdine Bahlawi. Even als introductie, ik wil even nog een voorwoordje doen voordat we gaan beginnen en voordat ik Nouri het woord geef. Ik wil niet te veel tijd van hem wegnemen. Maar ja, je hebt het al gezien, denk ik. This meeting is being recorded by the host. Ja, oké. Sorry. Ik neem ze ook op. Is dat oké? Okay? Ja, is goed. Ja, is goed. Maar du nimmst ze ook op, ne? Dan zal ik het even zo doen. Ik neem het ook op, ja. Ik neem het ook op, dus geen probleem. Maar ja, speciale training, speciale meeting ingelast. Want jullie hebben natuurlijk waarschijnlijk al gezien dat wij nogal enthousiast zijn teruggekomen van een top 5 meeting in België. Exclusieve meeting waarbij wij voor geïnformeerd zijn door de directie van België en de directie van Duitsland over wat er komen gaat. En ja, we zitten zo een beetje in een fase van LR, waarbij we misschien wel de fase 3 zitten, hebben we al vaak genoemd, de after-covid fase. We zitten ook in een fase zo'n beetje na de vakantie, sommigen een beetje kommer en kwel met moeilijk mensen bereiken, moeilijk afspraken maken. Maar ja, die na de vakantieperiode is denk ik ook voor heel veel mensen, we moeten weer gaan werken. En dat is ook wel een fase dat mensen weer gaan nadenken over, oké, waar wil ik volgend jaar staan? Ik heb even het nieuws gevolgd, ik weet niet of jullie vandaag een beetje het nieuws hebben gehoord, maar ik denk dat het wel heel interessant is om te weten hoe dat zo'n beetje gaat in netwerkmarketing. Dat het vaak momentumfases zijn waar je eigenlijk bij moet zijn. En die momentumfases is vaak een fase dat het misschien voor andere mensen niet zo prettige tijd is in de economie. En wat er vanavond dus bezig is, is een spoedoverleg in Nederland. En ik denk dat het in België niet veel anders is. Dat er gewoon een crisis is in Nederland. En dat er officieel 10 soorten crisissen zijn. Ik heb even de top 3 opgezocht. Nummer 3 is de energiecrisis. Nou, er zijn 800.000 huishoudens in Nederland die een rekening gaan krijgen dit jaar waar ze helemaal stijl van achterover slaan, omdat ze hun maandbedrag nog niet hebben aangepast. Nummer 2 crisis is de opvang. Nou, dat hebben we ook wel het een en ander van meegekregen. En nummer 1 crisis is een koopkrachtprobleem. Nou, dat is natuurlijk een dingetje waar ik ook in de WhatsApp al iets over vermeld heb. Dat er gewoon gemiddeld gezin €250 per maand op achteruit gaat. En heel veel mensen kunnen het niet verder bezuinigen en hebben dan een groot probleem. En we denken vaak dat het alleen de lagere inkomens is. Daar is het ook probleem groot. 85% van de lagere inkomens maakt zich echt serieus zorgen. 85%. Maar ook de middeninkomens. 30.000 tot €60.000 jaarinkomen, middeninkomens. Daar maakt 60% zich grote zorgen over de toekomst financieel. En dan heb ik het over mensen die een inkomen hebben. Dan heb ik het nog niet over het MKB. Wat ook voor een enorme uitdaging staat. Daar kunnen we ook heel simpel over zijn. Die hebben energierekeningen die ze waarschijnlijk niet kunnen betalen. Die komen ook met corona-toeslagen die ze terug moeten betalen. MKB heeft echt heel zwaar en die gaat het nog heel zwaar krijgen. En even om aan te geven waar we staan. Ik wil niet iedereen in een depressie praten vanavond of in een crisis praten. Maar ik weet wel uit ervaring uit de afgelopen 30 jaar dat een crisis voor ons weer een kans is om mensen een mogelijkheid te bieden om iets aan die crisis te doen. Niet verder bezuinigen, niet de kachel lager zetten, niet de gijzer uitzetten en een op een waakvlammetje, niet 2 keer in de week douchen, maar elke dag kunnen douchen. Gewoon eigenlijk je levensstandaard een beetje behouden door er iets aan te doen. Niet bezuinigen, maar iets aan je inkomstenkant te doen. En doelen en dromen na te streven en je inkomen in orde te brengen. En we hebben daarvoor natuurlijk netwerkmarketing, we hebben daarvoor LR, die voor heel veel mensen een oplossing is om iets aan hun probleem te doen. We hebben de Business Day over exact een maand, 18 september. We zitten nu op 18 augustus en ik heb met Nouri ook overlegd om het juist vandaag te doen. In een speciale training om ons allemaal klaar te stomen voor 18 september. 18 september, de Business Day, de Lucky 7 Business Day. Daar wordt, zoals jullie al gehoord hebben, een blockbuster gelanceerd. Ja, die blockbuster die hebben we al mogen zien en waanzinnig. Dit gaat echt weer een highlight worden in de geschiedenis van LR qua productlanceringen,
Maar daarnaast komt ook nog Lucky 7 erbij. Er komen een aantal toevoegingen bij die blockbuster. Die eigenlijk, ja, naar mijn idee, waanzinnig zijn. Ik loop al langer mee, zoals jullie weten. Ik heb heel veel marketingplannen al gezien, compensatieplannen. Maar wat er nu aankomt, is echt waanzinnig. Dit is, eigenlijk wordt netwerk marketing opnieuw uitgevonden, naar mijn idee. En ons marketingplan was al het beste. We hebben de fast track, maar er komen dingen bij die waanzinnig zijn. Dus ik vond dat iedereen even op scherp gesteld moest worden. Iedereen even, en niet dat ik dat vind, maar ik hoor dat ook veel van mensen uit ons team. Die hebben soms wat stok achter de deur nodig. Of een plan nodig. Een houvast nodig. En ik denk dat het vanavond dat jullie daarmee geholpen worden. En dat je dat die stok achter de deur. Die schop onder je billen misschien nodig hebt. Dat je hier een houvast hebt. En hiermee kunt werken. Ik heb met Noeri daar overleg over gehad. Om hier iets concreets mee te doen. Ik wist dat Noeri in Duitsland bezig was met een plan in zijn team in Duitsland. Wat waanzinnig succesvol is. En ik wilde dat graag in Nederland ook lanceren. Dus ik heb Noeri gevraagd om vanavond te kunnen. Hij had tot net 9:02 nog een training. En gelukkig hebben we om 9:00 Noeri kunnen vastleggen. En heeft hij tijd gevonden om ons bij te praten hierover. Dus noteer dingen. Laat je inspireren en motiveren. Noeri staat nog steeds altijd met 2 voeten in de klei, zeg ik altijd. Die is altijd een voorbeeld. Altijd leading by example. Niet doen en of niet praten, maar niet doen. Maar doet het en doet het voor. En daarmee is hij gewoon heel scherp en heel krachtig en een voorbeeld denk ik voor iedereen. Meervoudig bonusmiljonair, president bij Allerg, word je ook niet zomaar. Ik heb Noeri leren kennen in 2012, toen was hij nog zilver en de afgelopen 10 jaar van zilver naar president gegroeid. Dus als iemand ons kan motiveren en inspireren om het juiste te doen, om te zorgen dat jouw kerstbonus ook een goede bonus is. En die kerstbonus, die wordt niet in november en december opgebouwd, maar die wordt nu. Nu gaan we zaadjes planten voor een hele goede kerstbonus. Nu gaan we een plan maken, een business opbouwen waar je straks over 6, 8 maanden van kunt profiteren. Dus ik geef graag het woord over aan Noeri. En als je enthousiast bent of iets goeds vindt, laat gerust mooie reacties zien. Emoticons of Noeri zal waarschijnlijk ook wel het een en ander vragen. Ik zal hem natuurlijk gaan vertalen, dus ik geef graag het woord aan Noeri. Ik ga even zoeken waar hij zit, dan kan ik hem meteen ook een pin geven. Even kijken. Ah, hier is hij. Ja. Boom. En dan ga ik mijn pin even uitzetten. Noeri, fijn dat je er bent. Dankjewel. En ik geef graag het woord aan jou en ik zal vertalen. Danke, Hans. Ich habe mir extra gerade ein Mikrofon speziell noch dazu geholt. Ist das gut? Kann man gut hören? Ja, gerne gut hören. Hi. Hallo. Ah, ich sehe Annemarie, ich sehe Ilse, ich sehe Philipp. Ich sehe viele Leute. Schako auch, hey, grüß dich. Marina und Sandra und Celine und Marion, Claudia, Tristan, René, Marion, Jana, Jochen, Kurt, Imke, Marion, Bianca, Kevin, Majo, Renate, Anke. Und ich sehe auch Bertilde und ich sehe auch Hans. Also, das ist die erste Regel. Sieh auch jeden. Dit is Niels. Hij ziet iedereen, dus hij begroet ook even iedereen. En dat is de eerste regel, zie iedereen. Oké, danke für die Einladung. Natürlich habe ich sofort zugesagt, weil, wie Hans gerade schon gesagt hat, ich habe, glaube ich, 95% oder 98% verstanden, nach, weiß ich nicht, so vielen Jahren, wo ich mit Belgien und Niederlande zu tun habe. Ja, dank jullie wel voor de komst en voor de uitnodiging. Ik heb natuurlijk direct ja gezegd, omdat ik al heel lange tijd ontzettend betrokken ben bij Nederland en België. Ja, dus ik heb vast alles verstanden, deswegen, weil ich so. En echt bijna alles begrepen, 98%. Also, Hans hat es ja schon gesagt, über die Situation brauchen wir nicht reden, dafür braucht ihr mich nicht. Ja, wie es in der Welt aussieht, das wisst ihr selber. Dafür braucht ihr mich, glaube ich, heute nicht. Ja, dat is ook al uitgelegd dat het waar het tegenwoordig om gaat. Dat hoeven we niet nog een keer uit te leggen. Daar hebben we ook nog niet voor nodig. Natuurlijk kan man jederzeit, dat wat ik euch heute vorstelle, mache ik selber. En ik werde euch sagen, erklären, was ik mache. Ik werde euch erklären, wie ik jetzt arbeite. En wer möchte, kan dat natuurlijk ook machen. Ja, ik ga vandaag uitleggen wat we kunnen doen en hoe ik tegenwoordig nog steeds werk en tegenwoordig werk.
En als jullie het willen, kun je natuurlijk ook hetzelfde gaan doen. Das bedeutet, ich bin jetzt nicht hier, um euch zu sagen, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Ja, ich bin hier vanavond nicht, um zu sagen, dass ihr das und das musst tun, weil das funktioniert eigentlich nicht. Vielleicht ist es aber für den einen oder anderen eine Inspiration, wenn du bereit dazu bist, kannst du es jetzt tun oder in der Zukunft, wenn du dazu bereit bist. Ja, misschien ist vandaag eine Inspiration für Dinge, die ihr könnt tun, of wanneer ihr da in der Zukunft klar für bent. Als ich angefangen habe in Belgien, hatte ich das Problem, dass ich wenig Zeit hatte. Ich musste aufgrund von Kosten und Zeit in einem Tag alles machen. Ich bin einmal pro Woche nach Belgien gefahren und ich hatte nur diesen einen Tag. Ja. Und habe dann diesen Tag alles gemacht. Ja, toen ik in België begon, had ik eigenlijk het probleem of misschien wel de uitdaging dat ik heel weinig tijd had, ook vanwege kosten en tijd, was ik altijd maar één dag in de week in België. Dus ik had ook maar één dag om te werken. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich würde nicht glauben. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Ich weiß nicht, wie es mit euch geht auf dem Moment. Es gibt Phasen in dem Geschäft, im LR-Geschäft, da geht es hoch. Es ist eine Phase bei LR, da geht es hoch, da geht es gut. Aber es gibt auch Phasen, wo man durch das Geschäft kriecht. Ja, kriecht. Und dann sind auch Phasen, bei durch ja, an het voortkrabbelen bent, het kruipen bent. Ja, das heißt, es geht nicht richtig vorwärts. Du bist zwar aktiv, du machst auch Geschäftsvorstellungen, du machst deine Arbeit, du machst Seminare, du sprichst auch Leute an, du bist aktiv, aber es geht nicht richtig hoch. Ja, dat je toch aktiv bent, Bedrijfspresentatie, Seminars geeft, Mensen aanspreekt, Mensen afspreekt, maar het gaat niet echt naar je gevoel goed omhoog. So, das kenne ich. Und das kennt ihr mit Sicherheit auch. Das können jullie wahrscheinlich auch. Und was ich euch jetzt erkläre, damit beschäftige ich mich schon längere Zeit. Und was ich jullie vandaag uitleg, da habe ich auch mal lange Zeit mit bezig. Und ich war ja, jetzt die letzten Wochen so weit, dass ich gesagt habe, jetzt ist der Moment, wieder voll durchzustarten. En ik was afgelopen week klaar om te zeggen van oké, nu is het moment om volledig door te starten. Weil es wird von LR, guck mal, man braucht ja Momentum, man braucht ja Schub, um auf die nächste Karrierestufe zu kommen. Und dafür braucht man Energie, ja. Und es kommt jetzt eine Welle, die sich anbahnt durch die Company. Durch die Company, Hans hat es ja schon gesagt, zum 18. September. Ja, en er komt een tijd nu aan, ook door het bedrijf, dat je een energie krijgt, een momentum, een golfbeweging, vol energie en zaken die er aankomt door alert, dat wordt waanzinnig, de 18e september. Wo es Sinn macht, jetzt schon mit vielen, mit, es nützt nichts, wenn da was kommt und du bist nicht voll on track, du bist nicht voll dabei. Dein Team ist tot, dein Team ist müde, dein Team ist nicht motiviert, dann wirst du auch davon profitieren, aber nicht so stark, wie es sein könnte. Ja, und es ist belangrijk, dass je bijvoorbeeld, als je Team noch nicht volle Energie ist, of je zit zelf misschien voll in je Energie, dann zul je er wel van profiteren, of van kunnen gebruik maken van wat er aankommt. Maar het is beter, um op volle Kracht te sein, op het Moment, dat het kommt. Ich habe durchschnittlich 10 bis 14 direkte 21%er und 50 bis 100.000 PV Rest daneben. Ich habe gemiddelt 10 tot 15 21% und zwischen 100 und 150.000 Punkte Rest gemiddelt. Also das heißt, wenn ich 15 21%er habe, nicht 100.000 Rest, dann nur weniger. Aber wenn ich 10 21%er habe, dann sind es auf jeden Fall 80.000 Rest mindestens. Ja, als ich 15, 21% habe ich etwas minder Rest, misschien, aber als ich 10, 21% habe ich minimal 80.000 Punkte Rest. Und wenn ich euch jetzt erzähle, was ich jetzt mache, werdet ihr denken, hä? Und als ich euch nicht erzähle, was ich jetzt tue, dann würdet ihr denken, hä?
Weil ihr werdet sagen, ja, wieso, der hat doch schon so viel Struktur, der hat doch schon so viele 21%, der hat doch schon so viele Unimen. Warum sucht er denn neue Leute? Ja, en dan zou je zeggen, heeft hij al zoveel 21%, heeft al zoveel junior managers en managers. Waarom zoekt hij nu nog steeds nieuwe partners? Gute Frage. Goeie vraag. Ganz einfach, du musst immer bei dir selber anfangen. Heel simpel, je moet altijd bij jezelf beginnen. Und das war immer meine Überzeugung. En dat is altijd mijn overtuiging geweest en mijn werkwijze. Wie, ja, ihr habt das schon gehört, leading by example. Ich kann mich kontrollieren. Ich kann kontrollieren, was ich mache. Ich kann nicht kontrollieren, was die anderen machen. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann helfen. Ich kann, wenn mich jemand fragt, hey, wie machst du das? Dann sag das so. Oder Starter-Seminar einmal im Monat. Oder wie machst du deine Geschichte? Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade mal aus Versehen hier. Ja, waarom zul je denken van, waarom doe ik dat? Omdat ik altijd het voorbeeld wil zijn, leading by example, en moet weten wat er moet gebeuren om uit te leggen wat andere mensen zouden kunnen doen of moeten doen. Oké. Also, wenn du bei LR bist, weil du finanziell unabhängig sein willst. Als je bij LR bent, omdat je financieel onafhankelijk wil zijn. Du bist da gemütet, Nuri. Sorry, das ist mein Fehler. Warum? Ja, da sind Leute doch reingekommen und die sind nicht auf Mute. Und deswegen habe ich nicht. Du kannst das aber einstellen, dass sie sich selber nicht entmuten können. Ja, ja. Oder? Stimmt. Ja. Die kommen neu rein, ja. Alles gut. So, wenn du bereit bist, wenn du Silber-Orga-Leiter werden willst, erstmal und Platin. Dus als je er klaar voor bent en zilver wil worden of platina. So, wenn du dir nicht vorstellen kannst, Platin-Organisator zu werden, ist das echt schade. Als je je niet kunt voorstellen dat je Platin-Organisatieleiter kunt worden, dan is het echt jammer. Ja, dat sind 10 Leute, die 1000 Euro verdienen. Was nicht schafft. Ja, dat zijn 10 mensen die 1000 Euro willen verdienen. Jetzt wil je zeggen, boah, Platin-Organisator. Ja, dan verdienst du 15.000 Euro plus Jahresbonus, Minimum. Das ist gut. Ja, das ist gut. Dan verdien je 15.000 euro per maand plus jaarbonus. En dat is toch wel goed, Platina. Oder meer. Of meer. So, en ik möchte niet dat ihr klein denkt. Dat klein denken brengt niets. Denk groot. Dus ik wil niet dat jullie klein denken, want klein denken brengt niets. Probeer groot te denken. Oké, okay, lange rede, kurzer zin. Ik stel euch jetzt vor, was ik mache. Dus ik zal jullie uitleggen wat ik doe. En zo heb ik mich entschieden voor een... Für einen Run, ja, für einen Run. Das heißt, es gibt 3 Regeln und das ist das, was ich euch empfehlen würde jetzt. Wer will? Ich soll euch vertellen, was ich besloten habe. Ich habe besloten, um zu gehen für einen Run, für eine Art Wettstreit. Und das geht eigentlich über 3 Sachen, die belangrijk sind. Also wer das machen will, aber du musst wirklich, also... Wenn du das Geschäft liebst und wenn du und als je bedrijf van het werk houdt und wenn es dir richtig wichtig ist und das für echt belangrijk ist und wenn dir das Erreichen deiner Ziele absolut wichtig ist und als het bereiken van jouw doel voor jou echt belangrijk ist, also auf einer Skala von 1 bis 10 rede ich nicht von 8 oder 9. Dus van een schaal van 1 tot 10 praat ik niet over 8 of 9. Ja, also wirklich, das ist das, ich will unbedingt hier durch die Decke gehen. Ja, dus echt van, ik wil zeker door het plafond heen gaan. Ik wil het bereiken. Und du bist auch von dem Business überzeugt. En je bent ook van de bedrijven overtuigd, van de business overtuigd, van LR overtuigd. Und Entschuldigung, kommt mir jetzt nicht... Also ich habe da jetzt kein Vorwort gehabt. Kommt mir jetzt nicht mit, ich habe einen Partner, der aufgehört hat. Die Leute sind nicht interessiert. Ey Leute, weißt du, wie viel Neins ich hatte die letzten 2 Wochen? Mehr als die meisten von euch in einem Monat oder 2. Ich habe so viel Scheiße hier auf dem Schreibtisch. Ja, egal.
En kom niet aan met, oh, ik heb een partner die wil niet en dat niet. Je wil niet weten hoeveel nee's ik afgelopen 2 weken heb gehad. Er zijn zoveel nee's, die komt, heeft een andere partner misschien niet in een maand of 2 maanden, misschien een half jaar niet. Also ich rede wirklich von nicht nach hinten gucken, du hast, was du hast. Dus ich praat nicht over naar terugkijken, je hebt, wat je hebt. Das LR-Geschäft ist der absolute Wahnsinn. Das musst du erstmal so sehen. Ja, LR ist echt absolute Wahnsinn. Das muss ich echt so sehen, so erfahren, fühlen. Das Geschäft, die Firma ist nicht perfekt. Ja, natürlich ist LR nicht perfekt. Nein, das nicht. Ja, die machen auch Fehler. Nee, LR ist ja nicht perfekt, die machen auch Fouten. Aber man kann mit diesem Geschäft Erfolg haben. Maar je kunt mit diesem Bedrijf Success haben. Der Misserfolg. Das kein Success haben. Oder nicht der Misserfolg. Also das meiste, was wir machen, klappt ja nicht. Das meiste, was wir tun, werkt nicht. Ja, das ist für viele ist das ein permanenter Schmerz. Ja, für viele ist das ein permanent Pain. Permanent Gefühl. Aber es steigt nicht jeder ein. Es ist nicht jeder begeistert. Nicht jeder startet, nicht jeder ist enthusiast. Okay, also ich habe mich beschäftigt, und das kann ich auch so sagen, Hans, mehrere, längere Zeit mit diesem 90 Days Run. Also was ich euch jetzt empfehle, ist das bis zum 18. September mal 30 Tage zu machen. Ja, ich habe mich verdiept in den 90-Tage-Challenge, 90-Tage-Run. Nuri. Ich für mich mache den 90 Days Run. Ich mache das. Ja, Nuri tut den 90-Tage-Run, 90-Tage-Challenge. Und ich sehe jetzt in meiner eigenen Orga. Und ich sehe in meiner eigenen Organisation. Die Leute, die immer gesagt haben, ich will, ich will, ich will. Und die Menschen, die alltid gesagt haben, ich will, ich will, ich will. Die verstecken sich. Die verstecken sich. Die verstoppen sich. Weg sind sie. So, jetzt werden sie sagen, oh, ist mir scheißegal. Weil ich mach das. En dan zullen ze zeggen, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit wat zij vinden, want ik vind dat ik het moet doen. Ik doe het. Versteht ihr die Botschaft? Du musst auf dich schauen. Versteht ihr, was ich meine? Dan begrijp je wat de boodschap erachter. Je moet niet naar anderen kijken, je moet naar jezelf kijken. Wenn du guckst, was dein Team macht, wirst du in der permanenten Enttäuschung leben. Verstehst du, was ich meine? Als je doet wat jouw team doet, zul je in een permanente onthutsing, teleurstelling leven. Ich freue mich über jeden Partner, der aktiv ist, der sein eigenes Geschäft betreibt. Ich freue mich auf jeden Partner, der aktiv ist, der sein eigenes Business runt. Ja? Ich bin wie ein Unternehmensberater. Die können zu mir kommen. Ich bin so und ich zeige denen. Aber ich muss viele gute Leute haben. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt 2020 habe ich den Präsident gemacht. Hans hat gesagt, super aufgebaut, top. Klasse. So, jetzt beginnt für mich ein neues Kapitel. Ich will weiter Karriere machen. Ja, ich bin 2020 Präsident geworden. Ich habe das nicht ausgelegt. Aber für mich ist es ein neues Hauptstück nu in 2022. Ich will weiter Karriere aufbauen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das Verschil zwischen Arm und Reich wird allein mal größer. Die Wirtschaftslage schlechter. Alles wird noch viel schlimmer. Ja, alles gaat achteruit. Het wordt ook erger in de toekomst. Wat we meemaken. Also, nog meer gründen. Nog meer gründen. Nog meer reden. Nog meer gründen, nog meer gründen. Also, het is een zeer, zeer goede tijd voor ons. En het is een hele, hele goede tijd voor ons. Oké, komen we jetzt zum Days Run. Also, ik maak den. Ik kan het niet anders erklären, Hans. Ik maak den 90 Days Run. Ja. En Nuri doet de 90 Dagen Run. Wer, was ik. Denjenigen empfehle, der es mitmachen will, wenn du bereit bist. Und für diejenigen, die mehr will tun und die der Klave sein. Sag, ey, ich hab die Schnauze richtig voll. Ich will nicht mehr jeden Monat den gleichen Umsatz haben. Und jemand, die sagt, bin ich klar, mit mir im Monat denselben Umsatz zu realisieren. Oder im Geschäft ist total normal, du wächst oder du verlierst Umsatz auch. Ja, und in einem Betrieb ist eigentlich heel normal, ob je groeit, es soms verlies je ook wel eens omzet. Guck mal, es ist naturell. Stell dir eine Pflanze vor, eine Pflanze. Und das ist eigentlich heel natuurlijk. Stell dir eine Plant vor. Und du sagst der Pflanze, so, jetzt reicht's. Und die Plant sagt, nou is klaar.
die wächst. Die ruht. Wächst oder stirbt. Auf die Gerdaut. Ja, also das ist normal. Wachstum, eine Pflanze wächst. Und wer wachsen will, für den ist das genau das Richtige. Ich erkläre euch jetzt den 90 Days Run. Ihr könnt einen 30 Tage, einen 30 Days Run machen, Minimum bis zum 18. Heute ist der 18. August, bis zum 18. September. Ja, nur je doet een 90 dagen run, maar je kunt ook voor jezelf bijvoorbeeld een 30 dagen run doen tot en met 18 september, tot de business day. Oder zieh 90 Tage durch, noch besser. En okay. Of je trekt dan daarna door naar 90 dagen, nog beter. Dan schrijf bitte aufschreiben jetzt. Also ich erkläre euch, was die drei Regeln sind. Ich habe mich, wie gesagt, intensiv damit beschäftigt. En wat de drie eigenlijk belangrijkste regels zijn voor een 90 dagen run of een 30 dagen run. Ik heb erin verdiept. Er zijn drie regels. Eerste regel. In deze tijd 100% geven. Regel 1. In die tijd 100% geven. Maar wat zijn 100%? Maar wat is 100%? Dat heißt, nebenberuflich met de Einstellung eines Hauptberuflers arbeiten. Dus als je part-time LA doet, moet je met de instelling van iemand werken die als hoofdberoep dit doet. En wenn das Geschäft so wichtig ist für dich, en als bedrijf zo belangrijk voor je is, dan bist du auch mal bereit, für einen Monat 100% zu geben. Dan ben je ook bereid om voor één maand, slechts één maand, echt 100% te geven. Das heißt, in dieser Zeit mit der Familie sprechen, mit den Freunden sprechen, hey, ich bin zwar da, aber ich bin nicht da, weil ich habe ein Projekt, ich gehe jetzt voll ans Netz, ich habe keine Zeit im Moment für private Gespräche, für irgendwelche Unterhaltungen, für irgendwelche Freizeitaktivitäten, full Fokus. Ja, und ich will sagen, even mit Familie und Freunden praten und sagen, okay, hey, ich bin da wel, aber ich bin da eigentlich nicht. Want ik heb een project, ik ben een project gestart voor mijn bedrijf. En ik ben nu even één maand volle focus aan mijn business aan het bouwen. Dus ik heb even geen tijd voor andere zaken. Ik ben er wel, maar ik ben er eigenlijk niet. Dus goede afspraak maken is denk ik heel belangrijk voordat je aan zo'n project begint. Dat heißt, zum Beispiel social media, ja. Nur senden, nicht konsumieren. Rein, senden, raus. Maximal gucken, was deine Partner gemacht haben, kurz liken, so mache ich das. Raus. Ja, das bedeutet auch bijvoorbeeld Social Media, nicht konsumieren, aber investieren. Dus alleen maar senden en niet consumeren, dus opnemen. Alleen maar senden. Misschien even kijken wat de partners doen, maar daarna is het alleen maar senden en uit Social Media, want dat kost heel veel tijd. Also 100% wirklich zu überlegen. Nutze ich wirklich alle Möglichkeiten? Ich komme gleich dazu, was man machen soll. Ich weiß, viele fragen, ja, was soll ich denn machen? Was? Da komme ich gleich zu. Ja. Aber es geht erstmal darum, die Bereitschaft zu haben, 100% zu geben für das Geschäft, von dem du selber sagst, das ist das Geschäft meines Lebens, das soll mein ganzes Leben verändern. Bist du bereit, einmal drei Monate alles zu geben? Ja, en ben je bereid om één maand of drie maanden alles te geven voor jouw business, waar jij in gelooft, waar jij vertrouwen hebt, die voor jouw situatie, jouw totale leven kan veranderen, of je bereid bent daarvoor één keer echt 100% te geven. Hoe je dat moet doen, ga ik dadelijk uitleggen, maar één keer die keuze maken voor jezelf om dat te gaan doen. Regel 2. Regel 2. Es gibt nur drei Regeln, also zweite Regel. Nur Money-making activities. Nur einkommensproduzierende Aktivitäten. Regel 2. Alleen maar money-making activities. Dus eigenlijk alleen maar acties, activiteiten ontplooien die voor jou geld opleveren. Keine neue Webseite basteln, keine Visitenkarten erstellen, keine Bücher lesen in der Zeit. Wir sagen zwar, ja, man muss sich weiterbilden und so weiter, aber nicht in dieser Zeit. Ja, in deze dagen bijvoorbeeld. Geen nieuwe websites bouwen, geen visitekaartjes ontwikkelen, geen boeken lezen. Natuurlijk zeggen we vaak dat je moet ontwikkelen in persoonlijk of moet investeren in persoonlijke ontwikkeling, maar niet in deze tijd. Hey, ich habe mir gesagt, bis zur Türkei, bis zur Türkei, Gas. Und in der Türkei gibt es dann die 6 Liter Flasche Wodka, ne?
Nouri heeft gezegd van tot Turkije, dat is voor hem precies 3 maanden. Geeft hij vol gas tot we met de orgelieder allemaal naar Turkije vliegen. En dan is het tijd voor die grote fles vodka van 6 liter. Wat zijn 3 maanden? Of wat is 1 maand? Dat is niets. Wat zijn eigenlijk 3 maanden op een leven? Of 1 maand? Dat is helemaal niks. Maar die wenigsten van euch haben das schon mal gemacht. Hast du schon mal 3 Monate oder 1 Monat 100% gegeben, alles beiseite geräumt, wirklich den Weg freigesetzt, full focus? Ich kenne nicht viele, die das machen. Ja. Heb je wel eens echt één keer 1 maand echt alles gegeven, alles aan de kant geschoven, echt full focus op wat je moet doen, op die money making activities? Ich denke, dass das nicht viele sein, die das echt können sagen. Ich will mal ein Beispiel geben. Mein erster Tag. Geben wir Vorbild. Mein erster Tag. Also ich habe diesen Monat schon 7 Erstlinien, ne? Ich habe diesen Monat auch 7 Erstliners gesprochen. Ja, im Mitte Monat. Und wir sind im Mitte von der Monat. Ja. Okay. Ich habe am ersten Tag 37 Termine gemacht. Ich habe am ersten Tag 37 Absprachen gemacht. Das ist nicht viel. Ich wollte mehr machen. 37. Ich wollte mehr. 37. Ich wollte 100 machen. Ich wollte 100 tun. So, aber guck mal, das macht man normalerweise nicht. Im normalen Rhythmus spricht man jeden Tag regelt. Das ist auch gut, um das Geschäft dann regelmäßig weiter aufzubauen. Aber um diese Rakete hochzukriegen, 37 Sprachnachrichten, und die habe ich gesprochen 45 Minuten. Ja, en ik heb dus 37 afspraken gemaakt met mensen, die heb ik 45 minuten gesproken. En normaal gesproken doe je dat natuurlijk niet, want, of niet natuurlijk, maar dan doe je die afspraken en dan zit er een ritme in, dat is ook goed zo. Alleen in deze periode is het anders. Deze periode heb ik 37 afspraken gemaakt en ik wil er eigenlijk 100 doen. En die 37 mensen heb ik allemaal 45 minuten gesproken. 100% heißt, nicht überlegen, jeden ansprechen, jeden Kontakt nutzen, Business im Fokus, volle Aktivität, in den Flow reinkommen. Ja, es ist wie Tag und Nacht. Kannst du nicht vergleichen, kannst du gar nicht vergleichen mit dem, was man normalerweise macht. Ja, 100% betekent iedereen aanspreken, iedere kans benutten, ieder contact benutten, iedereen die voor je voeten komt, zeg maar, aanspreken en benutten om daarmee in contact te komen. En dat is eigenlijk die 100% die je nodig hebt en de money making activities, dat je daarop focust. Ja, alles geven. Gewoon 1 keer alles geven. Wat zijn money making activities? Wat zijn money making activities? Alles wat met contacten te doen heeft. Alles wat met contacten maken te doen heeft. Alles wat met termineren te doen heeft. Alles wat met afspraken te maken te doen heeft. Alles wat met geschäftsvoorstellingen te doen heeft. En alles wat met bedrijfspresentatie te doen heeft. Dat zijn die 3 activiteiten. Dat zijn de 3 activiteiten die money making activities zijn. Ik heb euch nog ganz viele Sachen zu sagen. Ich habe hier noch viele Sachen zu besprechen mit Juni. Ja, 100% heißt wirklich jeden Tag dich zu fragen. Dich immer wieder, weil kein Mensch ist permanent auf 100%. Das heißt immer wieder, gestern bin ich hier eingeschlafen. Ja, total müde. Gestern Nachmittag bin ich auf der Couch eingeschlafen. Da war Game Over. Ja, von 8 Uhr bis 0 Uhr. 100%. 8 bis 0 Uhr und nicht großartig essen gehen und schön. Nein, nein, das ist nicht 100%. Das hat nichts zu tun mit 100%. Ich weiß, da muss man für bereit sein. Von 8 Uhr, hat das schon mal einer gemacht, von 8 Uhr bis 24 Uhr durcharbeiten. Mach das mal 2 Monate. Du bist mindestens, du kannst dir nicht vorstellen, was dann passiert. Ja, du kannst es nicht. Van 8 uur 's morgens tot 24 uur doorwerken. Hij zegt, ik ben zelf ben ik zo actief bezig geweest dat ik gisteren helemaal game over was. De bank in slaap viel. Dat het eigenlijk... Is ook goed. Wie bitte? Ik zeg, is ook niet slim. Ja, irgendwann muss man... Hè, dat je alles gegeven hebt. En op zich is het natuurlijk niet erg. 1 maand alles geven. En echt van 8 tot 24 uur volledig bezig zijn. Zeg op zijn Duits, toen taak en nacht actief zijn. Dag en dag ermee bezig zijn. Dat bedeutet... Du musst den absoluten Ausnahmezustand ausrufen. Das heißt, wenn du so viele Termine, 37 Sprachnachrichten, das ist nicht viel. Sag mir nicht, ich habe keine Zeit. Das ist lächerlich. Das dauert 30 bis 40 Minuten.
Ja, ein Hast du Hirfelaufsparer. 37 Paar nachgewiesen und die Antworten. Und dann musst du die Termine machen. Dann hast du die Geschäftsvorstellung. Dann kriegst du Kopfschmerzen, wenn du so viel redest. Und dann weißt du, was es heißt, 100% zu geben. Ja, en als je zegt van ik heb geen tijd, dat is eigenlijk een heel slecht excuus. Het is gewoon die afspraken maken en contacten maken. En dan ben je zoveel met mensen aan het praten dat je er hoofdpijn van krijgt. Maar dan weet je dat je goed bezig bent en dan weet je dat je volactief bezig bent. Regel 3. Regel 3. Also es gibt nur drei Regeln. Erste Regel habe ich gesagt, 100% geben. Habe Ja, ich ein das sind drie bisschen regels. erklärt, was das bedeutet. Kann ich vielleicht gleich noch mehr zu sagen. 100% geven, 2 money making activities, regel 3. 3. Sei kreativ. Ben kreativ. Weil, jetzt kommt der Punkt. Want, Was soll ich machen? wat moet ik doen? So, mach ein Brainstorming. Für dich selber. Könnt ihr auch jetzt hier zusammen machen. Doe Macht ik. einen Telegram-Kanal oder eine Telegram-Gruppe dafür. Nicht mit allen. Nicht mit allen. Nur wer sagt, okay, ich bin dabei. 30 Tage, nur positiv, kein Rumgeheule. Ich habe jetzt jemand aus der Gruppe rausgenommen. So viele Leute, alle sagen nein, bei mir läuft es nicht. Den habe ich sofort rausgenommen. Ich sage, keine Negativität. Ja, ben creatief is regel 3 maken. Dan doen we een brainstorm-sessie. Die kunnen we ook eventueel hier doen. Of een Telegram-groep. En aan die Telegram-groep, daar moet niet iedereen in zijn. Daar moeten alleen die mensen zitten die enthousiast en positief zijn, doelgericht zijn. En niet zeggen: oh, het lukt niet, of dit niet, of dat niet. Want dat is negativiteit. Dat brengt niemand niks. Dat hebben we allemaal mee te maken. Alleen maar positief elkaar ondersteunen. Also, was macht man? Wat doe je? Brainstorming. Was kann man alles machen? Wat kun je doen met brainstormen? Du kannst sagen, ich rufe meine Neueinsteiger an Je kunt zeggen, ik bel al mijn nieuwe starters. und erzähle ihnen von meiner Entscheidung. En Ja? ik deel hun mijn beslissing, mijn keuze om die 30-dagen-challenge aan te gaan, of 90 dagen. Du kannst jeden anrufen und ihm sagen, am 18. September ist der Lucky 7 Day. Je kunt iedereen bellen en zeggen van 7, 18 september is het Lucky 7. Mehr, was kann man machen, um Umsatz, was sind einkommensproduzierende Aktivitäten? Mehr Aloe Vera trinken, mehr Body Mission Shakes essen, bringt auch mehr Umsatz. Ja, want er is ook meer omzet, meer Aloe Vera drinken, meer Body Mission. Is ook meer omzet Ja. en scheelt heel veel tijd met koken. Het Dann Hans, es geht darum beim Brainstorming gaat erom dat met erstmal brainstormen. alles aufzuschreiben, alles, auch so ganz bescheuerte, verrückte Sachen. Dat je er alles op schrijft, ook hele stomme, gekke zaken, gekke dingen. Want dat is brainstormen. Streichen kann man immer noch. Doorstreven kun je altijd nog, maar ben creatief. Live gehen, natürlich selber terminieren und zwar 10 am Tag ist Live die Aufgabe. gaan en natuurlijk ook zelf afspraken maken. 10 per 10 dag. 10 Terminabsprachen pro Tag. 10 mensen afspreken per dag. Probeer 10 afspraken per dag te plannen, te maken, te doen. Ja, also kreativ. Kreativ, wenn du sagst, ja, ich hab keine Zeit. En dan zeg je wel, ja, hoe kun je dan creatief zijn? Als ik zeg bijvoorbeeld, ik heb geen tijd. Oder ich habe kein Geld. Of ik heb geen geld. Oder ich habe keine Kontakte. Of ik heb geen contacten. Stimmt nicht. Klopt niet. Was dir fehlt, ist die Kreativität, dir Kontakte zu beschaffen, dir Geld zu beschaffen und dir Zeit zu verschaffen. Want wat je ontbreekt is de creativiteit om te zorgen dat je tijd hebt, dat je het geld ervoor hebt en dat je de derde heb ik even kwijt. Kreativität, diese Dinge dir zu ermöglichen. Ja, dus creativiteit hebben om die problemen die je hebt om te buigen naar om te zorgen dat de zaken wel gerealiseerd kunnen worden. En de tijd, en het geld hebben, en de Also mogelijkheden, en de contacten hebben natuurlijk, vinden. ja, weil Kontakte ist das Entscheidende, ja. Contact is het belangrijkste. Da musst du kreativ sein. En dan Ich kun will je euch mal ein creatief. paar Beispiele nennen. En dan moet je creatief zijn. Ik noem een paar voorbeelden. Also ich arbeite mit Kalender, ja. Ich werke mit einer Agenda. Also wenn du das nicht hast, weiß ich nicht, wie du arbeiten kannst.
Das geht nicht online. Du kannst das nicht, das geht nicht. Kannst du machen, habe ich auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Alles im Handy, alles im PC. Also das geht nicht. Du musst dir Notizen machen. Du musst ja zweidimensional arbeiten. Du musst gucken, du musst Termin eintragen, Termine anbieten, telefonieren gleichzeitig. Also arbeite mit Kalender. Das wäre ein Tipp, werk met een agenda, een papieren kalender, tweedimensionaal. Je moet daarin kunnen noteren, je moet daar afspraken kunnen maken, je moet er notities bij kunnen schrijven. Je bent aan het bellen, je moet meteen noteren, je moet meteen kijken wanneer de afspraken zijn. Het werkt gewoon veel efficiënter. Ik heb het ook geprobeerd online, ik heb het ook geprobeerd digitaal. Het werkt gewoon niet zo goed als met een echte oldschool agenda. Ik arbeite natuurlijk twee stuk schon met namenslisten. En ik werk natuurlijk met namenlijsten, twee stuks inmiddels. Wen schrijf ik daar rein? En wie schrijf ik erop? Alle contacten, dat heißt, alle contacten. Bestehende contacten, nieuwe contacten, Instagram-contacten, Facebook-contacten, Fremdkontakte, WhatsApp-Statuskontakten. Ik kan die niet, ik verliere die, ik vergesse die, wenn ik die hier im Chat hatte. Oder ik muss das aufschreiben. Ja, die schrijf ik alle contacten. Ik moet zu jedem auch Notizen machen. Die je kent, die je tegenkomt, Facebook, WhatsApp, Insta, WhatsApp Stories, Facebook Stories, je telefoon, contacten die je ontmoet, de koude contacten die je tegenkomt, mensen die je aan kunt spreken. En die schrijf je allemaal in de namenlijst. En dan begin je met een blanco, dan kun je deze maand of morgen overmorgen al zo'n namenlijst vol hebben door ieder contact die je kent daarin te schrijven. Oh, we zijn gar niet in focus. Ja, toch? Nee. Also in der Aufnahme sieht man jetzt alle, ne? Ja, ich habe dich auch im Pin, in groß, aber vielleicht ist es ja. Ja, du hast mich gepinnt, aber fokussieren für jedermann? Wie meinst du? Musst du so machen. So. Oder? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Fokussieren. Okay. Okay, egal. Also, hier, wie gesagt, ich arbeite mit Namensliste. Wer kommt da rein? Ich mache natürlich jeden Tag Kontakte. Wie kommt da rein? Ich mache jeden Tag neue Kontakte. Und die Kontakte, die ich hatte, arbeite ich auch nochmal durch. Und die Kontakte, die ich hatte, gehe ich auch noch ein Keer durchwerken. Da gehe ich auch noch ein Keer benaderen. Das heißt, wirklich mal zu gucken, auf Facebook, ja, meine Freundin hat es gemacht. Sie hat sich die komplette Freundesliste ausgedruckt. Das ist bijvoorbeeld von Facebook, die hele Vriendenlijst auf Facebook nachkijken. Seine Freundin heeft bijvoorbeeld die hele Lijst ausgeprint. Dir werden ja nur die Facebook-Freunde angezeigt, die du likest, die dich liken, aber mit denen keine Interaktion ist, die werden dir nicht angezeigt, die sehen auch deine Postings nicht. Also deine Freunde, die meisten deiner Freunde sehen deine Postings nicht. Erstmal alle ausdrucken. Ja, das ist bei Facebook werken so, dass die meisten Freunde ja Posts nicht sehen, weil allein die Freunde, waar je vaak Kontakt mit hast, sehen ja Posts. Dus daarom ist es gut, um ein keer alle Freunde echt auszuprinten. Das kann. Und dann mal durchzugehen und zu markieren, wer ist schon Partner, wer ist schon Kunde, wer ist in einer anderen Orga, wer ist interessant, mit wem habe ich noch gar nicht gesprochen, wen kenne ich, wer ist das überhaupt? Ja, und dann ist gewoon doorlopen, wie zij zijn. Zijn ze Partner, geen Partner, sind ze in einer anderen Orga, zijn het Vrienden, hebben ze al een keer gesproken, etc. etc. Da kommen schon mal viele Kontakte zustande. Da kommen heel veel Kontakte uit. Dann natürlich auf Instagram senden. Dann auf Instagram senden, Informatie senden. Täglich. Dagelijks. Facebook. TikTok. Also ich habe jetzt zwei Erstlinien über TikTok gesponsert. Ich habe mir zwei Erstlinien via TikTok gesponsert. Also einige TikToks gemacht. Ein paar TikToks gemacht. Und ja, wie gesagt, das kostet ja kein Geld. Du brauchst ja heute keine Webseite mehr zu haben. Und es kostet allemaal kein Geld. Ihr habt tegenwoordig helemaal keine Webseite mehr nodig. Das heißt, TikTok, Instagram, Facebook... Ist alles gratis. Ja, TikTok, Instagram, Facebook ist allemaal gratis. LinkedIn bijvoorbeeld auch noch. LinkedIn, was auch immer. So, das heißt, macht ein Brainstorming. Können wir auch gleich gerne hier machen. Dus, maar Brainstorms, das können wir so mit denen hier auch eventuell tun.
man kann so viel machen, ja, Testpakete, wir haben so schöne Sommerprodukte, Testpakete anbieten, ja, du kannst ja eine Umfrage machen, sagen, hier, aber da muss man auch bereit sein, Liebe, Zeit zu investieren, auch ein paar Euro zu bringen, dann mach doch Testpakete. Dann lass die Leute ausprobieren. Was meint ihr, was da zurückkommt? Ja, ik wil ook werken met testpakketten, maar dat kost ook een stukje liefde daarin investeren. Of misschien wat geld en wat tijd investeren om ze te maken. Maar ook daar komt natuurlijk succes uit. Dan kun je mensen een testpakket geven. We hebben een prachtige zomerproduct om ze kennis mee te laten maken. Daar komt ook feedback uit. Die Sonne scheint. Geht raus. Treft Leute. De zon schijnt. Ga naar buiten toe. Ontmoet mensen. Also nutzt die Möglichkeit nicht, was weiß ich, zu sagen, ja, wir gucken jetzt den ganzen Tag Fernsehen oder so. Mein Fußballverein Bundesliga hat angefangen, ja? Fußball-Bundesliga. Ja, ich liebe Fußball. Und es sind Menschen, die vielleicht denken, ich sitze den ganzen Tag vor der TV zu gucken oder so, aber ich bin selbst auch Fan von der Bundesliga. Sein Club ist auch wieder begonnen mit der Bundesliga und er hält echt von. Maar... Interessiert mich im Moment nicht. Aber interessiert mich auf dem Moment immer nichts. Ich gucke rein, oh, unentschieden gespielt oder verloren, alles klar, freue mich oder ärgere mich kurz, das war's. Ja, ich kijk dann eventjes, oh, sie haben gewonnen, verloren oder gleich gespielt, ich bin even blij of ben geärgert und dann ist klar, durch. Weil ich bin selber in der Bundesliga-Vorbereitung. Und ich bin selbst in der Vorbereitung für die Bundesliga, für Topsport. Ja, und, da, ich bin ja selber im Wettbewerb. Ich bin selbst bezig mit meinem Wettbewerb, mit meiner Kompetition. Das heißt, wirklich hier so viel Kontakte zu haben. Also nimm dir, bestell dir Namenslisten oder nimm meinetwegen eine Excel-Tabelle, wenn du das gerne online machen willst, nimm eine Excel-Tabelle und trag dir mal ein 300 Kontakte. Ja, und pack so eine Namenliste auf eine Excel-Tabelle auf ein Blocknote und notiere 300 Kontakte. Also zwei oder eben zwei Namenslisten in einem Monat. Of twee naamlijsten in één maand. Du brauchst 300 Kontakte für einen Monat. Je hebt dus de komende maand 300 Kontakten nodig. Und glaub mir eins, es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du 300 Kontakte anschreibst. Du kannst auch nachts bei Facebook gucken, da leuchtet so ein grüner Punkt, wer online ist. Hallo, auch noch wach? Ja, je kunt dus heel makkelijk 300 Kontakte opschrijven en je kunt eigenlijk... bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeldje, bij Facebook kijken s'avonds om 12 uur, dan kun je zien wie het online is, kun je een bericht sturen, hey, ook nog wakker. Oder Mensch, so Sachen wie meine Nachbarin, ja? Eine meiner Nachbarin hat sich das Geschäft noch nicht erklärt. Een van mijn buren, dames, heb ik het bedrijf niet voorgesteld, uit buurtgenoten. Das hatte ich immer im Kopf, ja, muss ich noch machen. Habe ich jetzt auch terminiert. Die hebben nu ook aangesproken en afspraken mee gemaakt. Oder Kontakte, mit denen ich einfach keine Termine bis jetzt bekommen habe. Of Kontakte waar ik tot nu toe geen afspraak mee heb kunnen maken. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe den gleichen Leuten Sprachnachrichten geschickt. En je zult niet geloven, ik heb diezelfde mensen weer een spraakoproep verstuurd. Aber 100%. Maar nu met 100% energie. Also 100% Begeisterung. 100% Begeistert. Energie, Passion. Passie. Ja? Ich habe gesagt, hey, Judith, wie geht's dir? Und das echt, Judith ist eingestiegen. Ne? Die versuche ich schon seit 30 Jahren ins Geschäft zu bringen. Immer, ach nee, das ist nichts für mich. Nein, da habe ich keine Zeit für. Ich kenne bijvoorbeeld Judith, das ist echt, die ist nu gestart. Die will ich al 30 Jahre lang Partner machen. Aber die hat altijd eine eigene Zeit, keine Zeit für kein Interesse. Immer irgendwas. Okay, ich habe sie aber auch die letzten Jahre nicht mehr angesprochen. Maar ik heb ze de laatste jaren ook niet meer aangesproken. Zeg, hi Judith, ich hoffe es geht gut. Du, pass auf, ich starte ein neues Projekt. En ik heb ze gebeld, hey Judith, let op, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ben een nieuw project gestart. Ich starte ein neues Projekt, das muss ich dir unbedingt erklären. Meld dich bitte zurück, wann wir uns kurzfristig treffen können. Dan moet ik jou zeker uitleggen, bel mij alsjeblieft terug, wanneer we elkaar even kort terug kunnen ontmoeten of kunnen spreken. Ja, und was kriegst du zurück? Hey, was für ein Projekt? Ja, klar. Hey, krijg terug wat voor project? Ja, leuk, zeker. Wat so. Hey, bist du noch verheiratet? Nein, ich bin alleine. Okay, ich sag dann, komm alleine, der oder der Termin. Ja, der Termin. Okay, um was geht's denn genau? Ich sag, Judith, das erkläre ich dir, wenn du hier bist. Alles klar. Dann war die hier.
Bam! Dus jullie twee zijn vertrouwd. Nee, ik ben alleen. Wanneer heb je tijd? Kom hier naartoe. Ik moet je zeker spreken. En waar gaat het om? Dan leg ik hier uit als je hier bent. Wanneer kom je? Boom. Het is gekomen en gestart. Is het gerade ook voor partner die vielleicht schon länger dabei sind, die dat sagen, ich hab mal vor einem halben Jahr, vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, vor 5 Jahre, vor 10 Jahre, hab ich den schon mal auf LR angesprochen? Zeker voor partners die er wat langer bij zijn, partners die je al een keer eerder hebt aangesproken, of mensen die je al eerder hebt aangesproken, die toen niet gelukt zijn. En dan hast du jetzt, en natuurlijk ben ik zelf intensief in dem Run. Das heißt, ich ziehe natürlich auch die neuen Leute mit. Und ich bin natürlich hier intensiv nu in die Challenge bezig. Und ich nehme da auch die neuen Menschen in mee. Das heißt, was ihr machen könnt, ist vielleicht natürlich in der Zeit euch auch Sachen einfallen lassen, Specials einfallen lassen, Intensität haben. Ja, was ihr selbst allemaal könnt bedenken natürlich, könnt Specials bedenken, könnt alle Sachen bedenken, um hier ein Success zu machen. Ben kreativ. Dann findest du dein eigenes Pad drin. So, das heißt, du fängst an Tag 1. Ich beginne mit Tag 1. Am besten, ja, mindestens 30 Sprachnachrichten oder 30 Kontakte, also mindestens 30 Kontakte machen und dann immer Minimum 10. Ich beginne den ersten Tag mit minimal 30 Kontakten zu benaderen, Sprachabrufe, mag nicht aus, wie, minimal 30 und dann jeden Tag 10. Das heißt, notiere dir, du musst natürlich diese Kontakte vorbereiten. Du musst sie schreiben. Ihr müsst natürlich die Kontakte vorbereiten. Ihr müsst fast die Namenleiste schreiben. Das kann vanacht noch. Also ich nehme zum Beispiel Kontakte, die ich gemacht habe, die ich mir aufgeschrieben habe oder im Handy eingespeichert habe. Die schreibe ich mir in die Namensliste, sonst vergesse ich die. Ja, dus ich habe Kontakte, die ich aufgeschrieben habe, in meinen Notizblaadjes oder misschien in mijn mobiel ooit habe genoteerd. Die schrijf ik op en die schrijf ik nu echt ook op mijn namenlijst om in de gaten te houden. En dan vult zich natuurlijk dein Terminkalender met Geschäftsvorstellungen. En dan gaat jouw agenda volkomen staan met bedrijfspresentaties. Natuurlijk die 4 goldenen regeln beachten. Natuurlijk de 4 gouden regels in de gaten houden. Im business, also ne? Keine GV voor de GV. Dus geen bedrijfspresentatie voor de bedrijfspresentaties. Das kennt ihr, das schult ihr ja alle selber. Keine GV vor der GV. Erstens. Zweitens, 2 Termine anbieten. 2 Absprachen anbieten. Kannst du nicht ohne Terminkalender übrigens. Kann ich auch nicht ohne die Agenda in der Hand haben. Du kannst ihn fragen, wenn er Zeit hat. Das ist aber keine Terminabsprache. Ja, ich kann fragen, wie man Zeit hat, aber ich kann keine Absprachen machen. Hat nichts zu tun mit Terminabsprache. Hat nichts zu tun mit Absprachen machen. Du sagst die beiden Termine, weil du hast das Projekt, du bist der Unternehmer, du bietest die Chance. Ja, jij hebt de agenda bij de hand, jij weet wanneer je kunt. Jij biedt de mensen een afspraak aan wanneer jij kunt en daarom heb je die agenda ook nodig. Jij bepaalt dus als ondernemer wanneer zij mogen komen. Dritte goldene Regel ist natürlich Partner mit einladen. Derde gouden regel is natuurlijk de partner mee uitnodigen. Lebenspartner. De levenspartner. Größter Fehler, der gemacht wird. De grootste fout die gemaakt wordt. Bedrijfsprestatie doen zonder de partner uit te nodigen. Ja, ständig een riesen probleem. Dus continu nog steeds altijd een groot probleem. Wirklich. Dat, wenn du mich fragst, was ist das größte Problem, ist natürlich, dass keine Termine gemacht werden. Und ja. Danach kommt ohne Partner. Ja, aber het grootste probleem is dat er geen afspraken gemaakt worden, maar daarna, het tweede probleem is als. Du kriegst die Leute. Ich gehe mit den Leuten nicht ins Bett. Ich habe die Menschen nicht im Bett. Also, wer geht mit den Leuten ins Bett? Der Lebenspartner. Ja, wie geht wel mit den Menschen im Bett? Hun Lebenspartner. Und den muss ich dabei haben. Und den muss ich dabei haben, bei den Bedrijfspräsentaties. Weil erstens verdoppelt das meine Namensliste. Ten eerste verdubbelt het je Namenlijst. Der Partner hat mich ausgenodigt. Immer plus eins. Das ist altijd plus eins. Und zweitens habe ich keine Lust, umsonst zu reden. En een tweede belangrijke reden heb ik geen zin om voor niks te praten met mensen. Weil wenn ich den einen überzeugt habe, kann er alleine seinen Partner ja nicht überzeugen. Das ist ja das kleine Einmaleins, das kennt ihr aber aus euren eigenen Schulungen. Ja, dat moet iedereen weten, kennen wir uns aus unserer eigenen Opleiding. Maar je kunt niet
één man overtuigen die iemand anders moet gaan overtuigen. Dat werkt niet. Regel 4. Regel 4. Termin bestätigen. De afspraak bevestigen. Bevestigen. Ja. Auch wichtig. Recht. Update. Update bevestigen. Ja. Also nicht 5 Minuten vorher oder 10 Minuten, das ist zu laat. Te laat. Ja, dus op tijd bevestigen de afspraak. Dus niet vlak voor de afspraak, maar op tijd bevestigen. Een dag van tevoren of een paar uur van tevoren. Dat je die afspraak hebt en dat je also, komt. Ich wiederhole. Wenn du keine Zeit hast. Dus ik haal als je geen Tijd hebt. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit. Als je zegt, ik heb geen Zeit, dan moet je goed nagaan denken. Mach dir einen Wochenplan für die Nebenberufler. Für die Nebenberufler. Mach einen Wochenplan und guck, was muss sein. Ja, dus als je geen Zeit hebt. Zeker voor degenen die part-time werken, maak een weekplan waarin staat wat werkelijk moet gebeuren. Wat kan ik ook nog später machen? En wat kan ik later nog doen? Zo, en dan trägst du dir alle privaten, beruflichen, geschäftlichen, alle Termine trägst du ein. En dan schrijf je in alle afspraken die je moet doen voor je werk, voor je zaak, voor alles wat belangrijk is in die week, schrijf je die, noteer je. En dan siehst du, wann du Zeit hast. En dan zie je wanneer je tijd hebt voor alle. En erst dan, en dan, wenn du die Namensliste geschrieben hast, als je de naamlijst geschreven hebt, en den Kalender voor hast, erst dan kannst du terminieren. En als je dan je naamlijst geschreven hebt en je kalender voor je neus hebt, dan kun je afspraken maken. Aber dan. Richtig anfangen, aufstehen und mittags hast du schon mehr gemacht als die letzten 3 Monate oder als die meisten in einem ganzen Jahr. Und als du das getan hast, hast du tegen de Mittag al mehr getan dan de meeste afgelopen maanden, afgelopen half jaar. Und jetzt kommt ein Phänomen. Und nu komt een fenomeen. Nach 3, 4, 5 GVs, nach 3, 4, 5 Bedrijfspräsentaties, bist du immer besser. Word je steeds beter. Nach 10, 15 GVs, nach 10, 15 Bedrijfspräsentaties, kommst du in den Flow. Komm in den Flow. Dann ist deine Determination, deine Energie ansteckend. Dann ist jouw Vastberadenheit und jouw Energie ist aanstekelijk. Ja. Und du bist immer besser. Und du wirst steeds beter. Wenn einer Nein sagt, als ein Nee sagt, wenn einer den Termin nicht bestätigt. Als jemand die Absprache nicht bestätigt. Oh, Gott sei Dank. Bin ich auch glücklich. Ja, weil du dann mal. Verstehst du? Weil du lässt ja alles andere liegen. Man, ja? Ich hab dann eben Zeit, um Atem zu halten. Weil du lässt alle Rest laat je lopen. Laat je Meine lopen. Tochter arbeitet bei Eat Green. Meine Tochter werkt bei Eat Green. Ja. Ich besorge mir Essen. Ich lasse mir Essen besorgen. Ich esse Porridge. Ich esse Riegel. Ich eet Porridge, ich eet Figuractive, Bars, Regels. Ja. Ich esse schon gut. Ich eet aber gut. In der Zeit, wo du diesen Ausnahmezustand ausrufst, wanneer je deze tijd, wanneer je dit van jezelf verwacht, gibt es nur Money-Making Activities, einkommensproduzierende Aktivitäten. Du kannst in 3 Monate besser, aber in einem Monat den absoluten Turnaround machen. Ja, in 3 Monaten. Was ist ein Monat? Maar je kunt ook in 1 maand kun je echt het absolute verschil gaan maken en het hefboom-effect creëren voor jezelf. Ich glaube, ich guck mal durch meine Zettel. Kijk even naar de notitie. Ik glaube, ich habe alles gesagt. Ja, raus aus der Opferrolle, werde zum Schöpfer. Wie bitte? Ja, ist egal. Ja, wie gesagt, Kreativität ist wichtig, ne? Ja, Kreativität ist belangrijk. Find eine Lösung und keine Probleme. Und als du kreativ bist, find je altijd eine Lösung. Als du mal gefocust bist, dann. Also wirklich mal all in. Also wirklich mal all in. All in. Und gerade jetzt natürlich, es lohnt sich. Es lohnt sich. Zum Beispiel hier noch, ich habe hier noch was. Nimm mal dein Telefon. Ich habe hier noch was Leukes, pack ich das Telefon. Geh mal auf Kontakte. Ich gehe jetzt kijken bei Kontakte.
Und dann gehst du mal auf unten auf Z. Bis nach ganz unten. Und dann unter. Dann zeig dein Telefon an, wie viele Kontakte du hast. Und laat je telefoon zien, hoeveel contacten je hebt. Schreib es mal in den Chat. Bei mir steht 6051. Schreib mal eens een keer in de chat. Bei mir staat er 6000 noch wat. 6000. Schreib mal in den Chat, wie viele Kontakte hast du in deinem Telefon? Schreib es even in de chat, hoeveel contacten je in je telefoon hebt zitten. Ja, aber diese 203 gehören auf die Namensliste, Nils, ne? Nicht sagen, ja, die kenne ich ja, die sind in meinem Telefon, die gehören auf die Namensliste. 700. Wow, super. Wie viele Leute? Ja, okay, ich habe. So, und jetzt möchte ich. Okay. Hast du mit allen schon eine Geschäftsvorstellung gemacht? Hast du deiner Familie, deiner Verwandtschaft? Man vergisst Leute. Schreib eine umfängliche, eine vollumfängliche Kandidatenliste. Du musst dich vorbereiten auf diese Aktion. Ne? Man kann das nicht so eben machen. Das geht nicht. En je moet dus voorbereiden op deze actie. Dus je kunt niet zomaar iets gaan doen. Maar heb je met iedereen al een afspraak gemaakt? Al die contacten in je telefoon of op Facebook of op Insta? Of het gaat om ladedruk. Weet je wie een turbo functioneert? Weet je, het gaat om druk creëren. Weet je hoe een turbo functioneert? Het is niet die energie die fehlt. Het is die het moet comprimeerd worden. Ja, het is niet de energie die het ontbreekt. Het is dat het gecomprimeerd moet worden. Dat er druk op komt. Okay, jetzt möchte ich mal hier Brainstorming haben, meine Lieben. Schreib, was kann man alles machen? Was kann ich alles tun? Um neue Kontakte zu finden. Schreibt mal bitte hier rein. Was kann man alles machen? Was kann ich alles tun? Bitte, Nils, komm, mitmachen. Alle mitmachen. Egal, einfach raus. Einfach raus. Es gibt keine dummen Ideen. Es sind keine dummen Ideen, also lass alles mal kommen. Sportclub benaderen, was heißt das? Benaderen? Ansprechen. Sportclub ansprechen. Pagina auf Facebook? Gemacht. Was heißt Pagina auf Facebook? Gemacht. Die hat eine Pagina gemacht auf Facebook. Wie gemacht? Ja, gemacht, eine neue Pagina gemacht. Pass auf, nochmal. Es geht um Money-Making-Activities. Das heißt, was du machen musst, ist deine komplette Facebook-Liste ausdrucken mit Papier und durchgucken, wer das alles ist und gucken, ob du mit diesen Leuten, was du für eine Verbindung hast, was, ob mit denen schon eine Geschäftsverstellung. Ich habe das noch nicht mal gemacht. Ich komme noch gar nicht dazu. Nee, ich würde eigentlich alle Kontakte, weil ich alles gleichzeitig mache. Ich habe mehr Posting gemacht, alle Kontakte durchgegangen. Ja, das Profil. Ist alle Kontakte benaderen, uitdrücken. Als je nu bijvoorbeeld een nieuwe Facebook-pagina maakt, dan zit daar niemand op. Maar je hebt op je privé-Facebook-pagina heb je al heel veel contacten. Print die uit, ga kijken of je die iedereen al benaderd hebt. Dat kun je doen met LinkedIn, dat kun je doen met Facebook, dat kun je doen met Insta, dat kun je doen met TikTok. Alle contacten die je kent, alle contacten in je namenlijst, of in je contactenlijst, in je namenlijst. Als je die alleen al allemaal opschrijft, dan heb je al 4-5 namenlijsten vol. Zonder dat je nieuwe contacten gaat benaderen. Die bestaande contacten zijn al legio. Die we nog niet. Also, du hast ja etwas in de hand, dat is ja sehr wertvoll. Du kannst sagen: Hey, ich habe ein neues Projekt, Lucky 7. Am 18.09. brennt der Baum. Es wird ein Blockbuster. Produkt eingeführt. Ich habe mich entschieden, jetzt nochmal 30 Tage Full Onboard zu machen. Und weißt du was? Ich erkläre dir, was ich mache. Du musst unbedingt dabei sein. Wann können wir uns treffen? Ich muss dir erklären, was ich mache. Und er sagt, ja, nee, ich sehe mich nicht. Ey, pass auf. Unterschreib mir das. Damit du nicht in 5 Jahren oder in einem Jahr sagst, warum hast du nichts gesagt? Das ist dir egal. Das ist das.
Dus schrijf mensen van, hey, ik heb een blockbuster product, we gaan een project starten, ik wil je erbij hebben, moet je zeker spreken. De komende maand gaan we daar een heel team voor opbouwen. Wanneer kan ik je spreken? Ik moet je voor die en die datum spreken. Wanneer kunnen we elkaar even ontmoeten? Natürlich kannst du auch einmal dein ganzes Team informieren jetzt und sagen, hey, pass auf, ich starte durch, so wie ich es jetzt auch mache. Ich sage nicht zu Annemarie und Toni oder zu Charco oder zu Ilse oder Philipp oder zu Nicole oder zu Belinda oder zu Hans. Ich sage nicht, du musst das machen. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich mache das, ich teile das. Du musst selber dazu bereit sein. Du weißt genau, was ich meine. Du musst selbst dazu bereit sein. Ja, je kunt bijvoorbeeld wel een keer je team helemaal doorbellen, iedereen bellen en zeggen wat jij gaat doen. Niet zeggen wat zij moeten doen, want zij moeten er zelf klaar voor zijn en het willen, hun why hebben, het motief hebben om het te gaan doen. Maar je kunt wel zeggen dat jij het gaat doen en dat zij het ook kunnen gaan doen. Maar ze moeten het zelf willen. Je kunt niet zeggen dat ze iets moeten doen, je gaat het zelf voordoen. Oké, gibt es... Ist das alles an Brainstorming? Ist das alles an Brainstorming, fragt Nuri. YouTube-Filmchen marken ist auch gut. Groups-Map marken mit Kontakten. Groups-App. Also schickt den Leuten mit Begeisterung eine persönliche Nachricht. Persönlich. Sport zu braten, ja. Sport zu bitte. Gedanken nach Böten, Emenzen, ansprechen, ja. Also nutzt die Gelegenheiten, die sich sowieso bieten. Ja, nutzt die Gelegenheit, die sowieso elke Tag vorkommt. Als je gaat tanken, spreek diegene aan achter de kassa. Als je gaat tanken, also, spreek diegene aan. Alles gut, aber vor allem nutzt eure Kontakte. Die Kontakte, die in deinem Telefon sind, sind Leute, die du kennst, plus die Kontakte, die du auf Facebook hast, plus alle Follower auf Instagram. Hast du mal geguckt, wer dir alles folgt? Ja, kijk eens op Facebook en Instagram en al die social media kanalen. Kijk eens wie je contacten zijn en degene die je volgen. En ik ben er zeker van dat je ook bij elk contact die je kent, ook nog vaak een nieuw contact kunt bedenken die je kent via dat contact. Dus elk contact levert weer een nieuw contact op. Als je een gesprek hebt gedaan, vraag aan iemand of die mensen kennen die misschien interesse hebben. Dus vraag om referenties. Vraag in je omgeving om referenties. Oké. Gibt es vragen? Das ist, wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Punkt. Ich beantworte gerne Fragen. Ich selber fühle mich total gut, weil die Person, mit der ich abends ins Bett gehe, die finde ich richtig gut. Das bin nämlich ich selber. Ja, zijn er Fragen? Dann ist es nu de Gelegenheit, auch selber Fragen. Ich bin voll Energie, ich sitze er gut in. Und ich, mit degene, waar ich s'avonds mit in Bett gehe, bin ich auch heel blij mee, want dann bin ich selber. Also du musst ja die Person lieben, mit der du abends ins Bett gehst. Und ich rede nicht von deiner Frau oder von deinem Mann. Ja, das ist was anderes. Ihr müsst zufrieden sein über diegene, weil ich abends bei im Bett gehe. Tristan, hau rein. Die Frau, mein... Ja? So. Wenn es Fragen gibt, seine Frage. Gerne jetzt. Es gibt bestimmt, also jetzt seid ihr gefragt. Derjenige, der sagt, ich weiß nicht, wie es mit Hans ist, der für sich sagt, okay, ich mache das und dann auch einen Austausch zu machen, was man gemacht hat, gegenseitig positiv pushen, was man gemacht hat. Könnt ihr gerne machen? Ja, ich zat even de vragen te lezen. We hadden die vragen. Kunst du vragen antwoorden? Wann bist du zufrieden, Nuri? Fragt jemand? Wann bist du zufrieden? Fragt jemand? Wann? Ja. Wie meint er das? Weet ik niet. Wie meint je dat? Wat bedoel je, Niels? Wann bin ich zufrieden? Wie? Wann bin ich zufrieden mit deiner Orga? Ich bin schon lange. Hey, ich bin seit. Jetzt verstehe ich die Frage. Der Weg ist das Ziel. Guck mal, ich bin ja. Wenn du Junior Manager bist, ja, bist du glücklich. Ich bin noch hier wenn du Junior Teamleiter bist, bist du glücklich. Wenn du Orga-Leiter bist, bist du glücklich. Wenn du Silber-Orga-Leiter bist, wenn du Bronze-Orga-Leiter bist, bist du glücklich, dass du es geschafft hast. Wenn du Silber-Orga-Leiter bist, bist du glücklich. Aber es ist ja ein ständiges Wachstum. Das heißt, ich bin zufrieden,
wenn ich viele weitere Platin-Orga-Leiter nachgezogen habe. Silber und Silber ist Hauptberuflichkeit und Platin-Orga-Leiter ist finanzielle Freiheit. Ich bin eigenlijk altijd tevreden. Als junior manager ben je tevreden. Bij elke titel heb je eigenlijk een heel goed gevoel dat je iets bereikt hebt. En eigenlijk ben mijn einddoel is dat ik echt tevreden ben als ik heel veel mensen in mijn organisatie ook mee heb kunnen nemen in de reis en ook platin heb kunnen laten bereiken. Want dan geeft financiële vrijheid voor die mensen. Dat is eigenlijk een heel mooi doel wat ik nastreef. Niels, Bayern München. Kennst du FC Bayern München? Ken je FC Bayern München, Niels? Ja. Zo. Die sind jetzt 9-mal hintereinander deutscher Meister geworden. Die sind 9-mal Landskampioen geworden. Frag mal, wann seid ihr zufrieden? Frag mal an hun, wanneer ze tevreden zijn. Die wil doorgaan. Pass auf. Ich bin die ganze Zeit begeistert. Ey, das ist der Wahnsinn, Nils. Das ist wirklich ein Traum. Wirklich frei zu sein. Nicht mehr zu überlegen, was man, ob man essen gehen kann, ob man in Urlaub fahren kann. Und es macht Spaß, mit Menschen zu wachsen, Pläne zu schmieden. Ja, das ist ich fahre nach Spanien, nach Denia, nach Torrevieja, nach Türkei, das ist super. Aber ich kann nicht nur, ich brauche auch, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ja, wanneer ben je tevreden? Het is natuurlijk heel fijn om echt de absolute vrijheid te kennen en te creëren. Dat je dus echt nergens meer hoeft te kijken. Je kunt doen en laten wat je wil. Maar daarnaast heb je toch nog altijd het gevoel nodig en de energie nodig om mensen te helpen om hetzelfde te bereiken. Daar krijg je heel veel kracht en energie van ook. Nog een paar vragen. Was erklärt man in 45 minuten? Zo. Wat behandelt of Vettel? Was erklärt man in 45 minuten presentation, GV? Was man da erklärt? Ja. Ganz normale Geschäftsvorstellung. Gewone Bedrijfspresentatie, maar dan kort. Also, quick and dirty, Jaco. Es ist kein neues Geschäft, es ist einfach, du fängst ja anders an. Also die Frage ist vielleicht erstmal, wie spricht man die Leute an? Hier kam die Frage, Leute, die man bei Facebook nicht kennt, wie man die anspricht. Ja, fragen, hey, hi, woher kennen wir uns eigentlich? Ehrlich sein. Ja, ehrlich sein, gewoon. Vragen waarvan je mensen kent. Je hoeft ze niet meteen altijd aan te spreken op de business, maar je kunt gewoon eens contact maken met mensen. En als je geen nummer hebt, want dat was de vorige vraag, zag ik. Als je mensen geen nummer hebt, maar hoe ken je ze dan als je geen nummer hebt? Dan ken je ze in ieder geval via Insta of Facebook. Kun je ze bericht sturen en wil je ze bellen, dan vraag je van, hey, maak je nummer even. Ik wil even bellen, want ik heb een project wat ik wil aanvangen en ik wil het met je delen. Je kunt een boodschap inspreken ook via social media. Dus in plaats van te bellen, kun je natuurlijk ook een bericht inspreken wat Noor doet. Om een afspraak te kunnen maken of met de mensen in contact te komen. Natuurlijk musst du trainieren, du musst besser werden. Fingerspitzengefühl entwickeln. Natuurlijk würde ich, wenn ich Hans sehe, würde ich sagen: Hey Hans, du bist in meiner Freundesliste bei Facebook. Ey, hilf mir mal eben. Woher kennen wir uns nochmal? Und dann schreibt er: Ey, weißt du noch, wir haben damals uns, keine Ahnung, bei LR auf dem Jahresabschlussball mal kennengelernt. Oder in Berlin. Dann sage ich: Wow. Stimmt, yes, smiley. Ey, was machst du? Wie geht's? Alles gut? Was machst du heute? Langsam. Dann sagt er, ey, ich habe einen Textilladen in Tilburg. Das ist so, scheiße alles. Corona und dies und ja. Was mache ich jetzt? Sag ich, was? Ehrlich? Mann, komm, wir müssen uns mal, schick mal eine Handynummer. Das geht so einfach. Ihr macht euch zu viele Gedanken. Ja, ehrlich. Soms denk ik te veel na als je iemand kent. Dan vraag je, hey Hans, of bijvoorbeeld Noori. Hey Noori, waar kennen we ook alweer van? We zijn vrienden op Facebook. Oh, we hebben elkaar daar en daar ontmoet. Oh, is goed. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat niet zo goed met me, want ik heb een winkel en het is kloten en COVID. Hij zegt, nou man, dan moeten we zaken zeker een keer spreken. Keep it simple. En benader ze gewoon en kijk wat eruit komt. Denk niet te veel na over wat eruit komt. Benader ze gewoon en wacht het antwoord af. Oké. Okay. Ik zie gerade de vraag van Elian. Wie man das macht, dass der Partner mitkommt, ne? Ja, stimmt. Ja. Also ich, Hans, pass auf. Dann bin ich mit 2 Terminen an, Dienstag oder Freitag. Wann passt es besser? Dann sagt er, ja, Dienstag ist schlecht, Freitag 17 Uhr. Ja, okay, Hans, bist du verliebt, verlobt, verheiratet? Ja, verheiratet mit Lisette. Super, die muss dabei sein. Ja, warum muss sie dabei sein? Ja, weil du sprichst doch mit deiner Frau, oder nicht? Ja, klar, also muss sie auch wissen, worüber ihr spricht. Die muss dabei sein. Ja.
Dus als je een afspraak maakt, dan heb je een afspraak gemaakt. En dan vraag je bij het afspraak maken op het einde van... God Hans, ben je verliefd, verloofd of getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Oké, dan moet je vrouw eigenlijk wel bij zijn. Yo, zo moet mijn vrouw erbij zijn. Ja, jullie spreken toch met elkaar over zaken? Ja, nou, dan moet je vrouw erbij zijn. Want ik vind het fijn dat je vrouw ook meteen als eerste op de hoogte is. En als dat niet kan, dan maak je een andere afspraak of een nieuwe afspraak. Maar de vrouw erbij. Genau. Ja, manchmal kriegst du auch... Ich habe auch Freitag, letzten Freitag, 11.30 Uhr Geschäftsvorstellung. Ich hatte auf Club Freitag um 11:30 Uhr eine Bereichspräsentation. 15 Uhr Geschäftsvorstellung. 3 Uhr im BP. 19 Uhr Geschäftsvorstellung. Und um 7 Uhr im BP. Richtig geil terminiert. Richtig gut terminiert. Gut Aussprache mit gemacht. Partner. Mit Partner. Alles perfekt gemacht. Alles perfekt gedaan. Alle drei Termine wurden abgesagt. Alle drei Bereichspräsentationen sind abgesagt. Ja. Es geht nicht darum, Hokus Pokus Fidibus zu machen. Die Termine werden verschoben. Ist kein Problem. Aber du musst erstmal den Motor richtig paar Tage richtig anschmeißen, damit der Kalender so richtig voll wird. Ja, en het gaat niet om hoogspokes video's te maken. Je moet eigenlijk echt die motor draai aan de gang krijgen, zodat die agenda vol komt te staan. Ja, maar dat geile was, vrijdag... Wat leuk was, vrijdag. Die afspraak is overigens verzet. Vrijdag zijn drie geschäftsvoorstellingen, drie, alle drie ausgefallen, also verschoben, ausgefallen. Ja, maar... Zo... Wenn du jetzt erst nächste Woche Donnerstag den nächsten Termin hast. Was je pas volgende donderdag de volgende afspraak hebt. Ey, mit was für einem Mindset gehst du denn in die Geschäftsvorstellung? Wat voor Mindset ga je dan in de bedrijfspresentatie? En als er drie uitgevallen zijn en volgende week donderdag pas de volgende hebt. Du brauchst den Interessent mehr als er dich. Jij hebt de geïnteresseerde vaak meer nodig dan hij jou. Ich hatte Samstagmorgen die nächste GV. Ik had zaterdagochtend de volgende bedrijfspresentatie. Einstieg. Start. Montag, morgen, die nächste GV. Einstieg. Maandagochtend, de volgende BP. Ook start. Ja? Ja, dann GVs, GVs. Also, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Probier es mal aus. Einmal voll, volle Back, oder wie sagt man auf Niederländisch? Ja, volle Back. volle Back. Und das Schöne ist, nicht für den Rest deines Lebens. Einmal 90 Tage oder meinetwegen 30 Tage bis zum Business Day. Du wirst sehen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, probeer het eens uit. Eén keer echt volle focus, volle bak. Oogkleppen op. Alleen gefocust op jouw doel, op jouw 30 dagen focus. Of op 90 dagen, wat je wil. Maar zeker minimaal die 30 dagen volle bak. Kijk eens wat dat het verschil brengt over 30 dagen of over 90 dagen. Ja, wenn es keine Fragen gibt, Hans, hast du eine Idee, dass wir mit den Leuten, also ich komme ja bald auch nach Niederlande, ne? Ja, of ik een idee heb wat we kunnen doen. Ik heb met Nurik afgesproken dat we deze 30 dagen challenge gaan doen. En dan gaan we de business day en daarna de business day gaan we een president tour live doen met Nurik. Dan komt hij naar Nederland toe. En dan willen we eigenlijk ook een follow-up geven naar wat er nu gecreëerd wordt. Dus... We hebben ideeën genoeg. Ik denk dat we ook een Telegram-groep gaan oprichten. Voor degenen die daarin mee willen. Dat we elkaar daar ook alleen maar positief gaan focussen. Doelen stellen, vragen stellen. En elkaar positief benaderen en positief ondersteunen. Met ideeën, met tips en met succesverhalen. Also, wie gefällt euch das denn, die idee? Wie gefällt euch das? Hoe bevalt jullie het idee? Je kunt smileys laten zien, een beetje in de chat zetten. Je kunt ook reinschreiben. Also. Also ich wiederhole zum Schluss nochmal die drei Regeln. Erstens 100% geben, zweitens nur Money-Making-Activities oder einkommensproduzierende Aktivitäten und drittens kreativ sein. Und das sollte jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen will und wann er das machen will. Ja, ik zal even nog de drie in de chat zetten. 100% focus of 100% geven tijd. Echt 100% focus. Dan twee money making activities. En drie creatief zijn. En creatief, ik denk dat
dat daar alles mee gezegd is. Hoe doe ik dit, hoe doe ik dat? Bedenk iets, ben creatief. En we kunnen dat eventueel ook in een Telegram groep met elkaar nog delen. Maar er zijn zoveel oplossingen voorhanden die je eigenlijk zelf had kunnen bedenken als je creatief bent. Ach, kom maar, Ilse en Philip zitten nu samen, dat is goed. Ilse en Philip zitten nu samen, dat is goed. Hey, ach zo, ich hab noch geile News. Oh, warte mal. Even belangrijk nieuws. Also, noch eine Motivation für euch. Ihr wisst, es gibt eine, oder auch nicht, es gibt eine Orga-Leiterreise dieses Jahr nach Türkei. Er ist eine Organisationsleiterreise nach Türkei, zoals jullie weten, als gut ist. Ja, und alle, die Active Title mindestens Orga-Leiter sind, sind schon qualifiziert, sind schon dabei. Ich sehe hier auf jeden Fall Ilse und Philipp, ja, sind dabei in der Türkei. Ilse und Philipp sind dabei. Bei der Orga-Leiter-Trip Orga Belabi, 6. bis 10. November. Lisette und Hans sind auch schon dabei. Wir sind dabei, 6. 10. November in Türkei. Also man muss qualifiziert sind auch Annemarie und Toni. Ja. So, man muss, um dabei zu sein, sicher dabei zu sein, also Orga-Leiter, Active Title heißt mindestens 3 Monate. Ja, je moet eigenlijk Active Title Organisatieleider sein, dat betekent 3 Maanden Organisatieleider. So, jetzt habe ich 10 zusätzliche Plätze. Nu heb ik nog 10 Plätze extra. 10 zusätzliche Plätze, also eine Zusatzqualifikation. Met een extra Qualifikatie. Die ersten 10. De eerste 10. Also es sind dann 20 Personen. Also die ersten 10 Partnerschaften aus meiner Orga. Halt Orga von Belabi. Die Orga-Leiter-Qualifikation erreichen im August oder September. Die Qualifikation von Organisationsleiter bereiken in August oder September. Das ist nicht durchqualifiziert, aber die erste Kehr die Qualifikation bereiken in August oder September. Nehme ich mit. Die mogen mee. Und das ist eine leuke Reise. Zeker te weten. Ist gut, ne? Ja, das ist sehr gut. Elke Abend Feest. Die ersten 10. Die ersten 10, die das bereiken, ist nicht durchqualifiziert, aber die erste Kehr anraken. Natürlich sollst du dich weiter qualifizieren. Ja, logisch, ne? Aber auch mit 6 Liter Wodka. Natürlich! Natürlich! Ey, warte, ich hole die, warte. Dus ook met de 6 liter wodkafles. Nou ja, dat is een heel verhaal, die fles. Maar dat is een hele grote fles. Dus ja, dat is zeker de moeite waard. En echt als je... Hier is de fles. Oh, die batterie is leer. Er kan licht meer drin. Nee, er is niks meer in. Oké, Niels, is het goed? Is dat groot genoeg? Is het groot genoeg voor de feestje? Zo. Also, für je... ich hätte das Meeting die ganze Zeit so machen müssen, dann wären so mehr Leute motiviert gewesen, ne? Ja. Oder? Ich hätte auch ein Meeting so machen müssen, waren bestimmt mehr Menschen motiviert gewesen. Also, nein, es wird richtig super. Haben die alle das Video gesehen, ja, ne? Ja, ich hoffe, dass jeder ein Video gesehen von der Quali. Meines anders soll ich noch ein paar Teile in der Telegram-Gruppe. Also, guckt euch die Videos an, zeigt das in der Gruppe. Es lohnt sich, wir werden vom 6. bis 10. November im Nobilis in der Türkei sein, in Belek. Es wird hoffentlich wieder schönes Wetter sein, auf jeden Fall wärmer als in Niederlande oder Deutschland. Und Austausch mit den internationalen Führungskräften, es ist geil. Also freue ich mich, wenn ihr euch, jeder, der sich noch qualifiziert, nehmt. Ja, ich freue mich auf jeden, der sich noch qualifiziert, ist echt ein mega event, een reis meemaken met alle internationale leaders uit Orga Belabi. Netwerken, feesten, uniek. In een prachtig resort in Turkije. Also, es kommen zum Beispiel auch meine slowakischen Führungskräfte, die fliegen von Wien nach Antalya direkt. Die habe ich gestern noch getroffen. Ja, Belgien, ja. Niederlande, Deutschland. Wird lustig. Ja, wordt heel leuk. Met Slowakije, Duitsland, Nederland, België. Alle leaders. En eins nochmal. Zu diesem 30 Days Run, ja? Oder zum 90 Days Run. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Stell dir mal vor, dein ganzes Team, keiner macht mit. Ja? Kunt je alleen maar winnen. Stel voor, niemand uit je team doet mee. Das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was kann gebeuren. Wenn du 10
10 Termine, Terminabsprachen machst pro Tag, schreibst du ja auf, 10. Wenn ich 10 Absprachen mache pro Tag, dann hast du 300 Terminabsprachen. Dann habe ich 300 Absprachen. Dann hast du deine 30 Erstlinien. Dann habe ich 30 Erstlinien. Ja, und wenn du 30 Erstlinien bei LR sponserst, und als ich 30 Erstlinien bei LR sponsert, dann bist du gefeiert wie der neue Messias. Dann word je gevierd als een nieuwe Messias. Ja, also wer 10 sponsert, ist schon. Also, wenn du deine 10 schaffst, dann wirst du sehen, wie dein Geschäft so geht. Ja, ja? Egal wie schlecht du bist. En als je 10 sponsert, zul je zien, dat je bedrijf zo gaat. Maakt niet uit, hoe schlecht je bent. Also, nicht falsch verstehen. Ne? Egal, ob du die beste Geschäftsvorstellung hast oder nicht, das ist nicht das Wichtigste. Ja, du brauchst Momentum. Bedrijfsprestatie hebt of niet, dat maakt niet uit. Het gaat over momentum. Okay. Dat creëert Goed. Energie en dat creëert nieuwe partners. Oké. Okay. Ik freue mich, euch bald wieder zu sehen. Ich habe Hans versprochen und natürlich auch den Top-Orga-Leitern Ilse und Philipp, dass ich nach Niederlande komme und für meine Top-Leader auch präsent bin. Das heißt, wir können mal gucken, wann ich wo bin. Eine Präsidentstour. Ich hoffe, ihr freut euch und ich sehe euch dann auch persönlich dort. Ja, und ich hoffe, jullie als Abrundung noch even zu sehen. Krijg je het live te zien. We hebben een afspraak gemaakt dat Noorie naar Nederland komt voor een presidenttour. En dan kunnen we met z'n allen een goede training bijwonen en elkaar also ik ontmoeten. Ik kom, also we kunnen spreken aan welchem standort. Ik mag ook gerne mal met de verschillende Orgas ook mal kleine meetings. Also dat is mal wat Großes zusammen. Daar spreken we nog untereinander af. Ja, dat spreken we nog af onderling. Dan hou ik je van op de hoogte. Das war's von meiner Seite. Ich glaube, ich hoffe, es ist rübergekommen. Ja, ich hoffe, es ist rübergekommen. Dann lass mal sehen in den Chat, ob mit den Emoticons, ob der Moeite wert war, abgelaufen. 90 Minuten, kein 60, aber 90 Minuten ist etwas ausgelaufen, aber das hat auch zu tun mit der Vertalung. Und ich denke, dass wir nichts, keine Minute hatten wollen missen. 90 Minuten? Ja. Ja, das ist kein Problem. Was hast du gesagt? Ist das zu kurz? Nein, nein. Ich habe gesagt, dass jede Minute gut war von den 90 Minuten. Ah, okay. Ja, das war gut. Und dass wir als Vervolg hierop gaan het eten ontwikkelen, een Telegram-groep gaan maken en we zullen elkaar in de hoogte houden. Ik ga in ieder geval morgen direkt daarmee aan de slag en ik zal iedereen informeren wat ze kunnen doen. Natürlich Voraussetzung, das habe ich jetzt nicht gesagt, weil ich gehe davon aus, dass eure Orga-Leiter hier Anne-Marie Antoni, Schako, Nicole, wen ich alles hier sehe, Ilse, Philipp, natürlich Hans, Lisette. Ich gehe davon aus, dass ihr alle natürlich am 18. September, das ist jetzt der Termin, auf den es geht, dass ihr dabei seid und dass ihr alles mobilisiert, aber nicht nur das Team mobilisieren, vor allem selber jetzt Vollgas geben. Ja. Das ist die Message gewesen. Ja, der Botschaft 18. September da sein. En niet alleen het team, maar zelf ook er zijn en actief zijn. Dus dat is de boodschap. Oké. Okay. Vielen dank, Nuri, voor deine tijd. Ik weet dat je bist vol in 90 in your challenge. En trotzdem tijd gemaakt. Ja, ja, klar. Also voor mijn. Also nogmaals. Dat is ja. Ist ja nicht so, dass ich meine Orga jetzt nicht. So meine ich das auch. Ich will ja nicht meine Orga jetzt verlassen. Also das war jetzt klar. Wenn ich gute Termine habe, mache ich die. Ich habe ja auch die normale Ausbildung läuft weiter. Ich lasse auch meine deutsche Gruppe nicht jetzt im Stich oder so. Ich mache meine Ausbildung, aber ich baue auch selber auf und das ist ja auch gut. Ja, stimmt, stimmt. Ja, danke. Bedankt Zeit und ich hoffe, dass iedereen mee heeft kunnen genieten en geïnspireerd en gemotiveerd is om deze komende maand echt vol door te trekken. En als zum Beispiel als hebben, Tipp, met jullie op ons te vinden. Ja? Entschuldigung Hans, als Tipp, om sofort was zu machen, ja? Jetzt hier eine Story machen, new project, ein Countdown, sofort dieses Ding nutzen, ja? Eine Umfrage machen, ne? New Project, ne? Bent ihr benötigt? Ja,
Stür-Infos oder so, fang damit direkt an. Nutz jeden, weil jeder Kontakt mehr macht den Unterschied aus. Ja, ik zeg, nu gezegd al direct hier meteen al beginnen met een stukje social media, een stukje promotie ervan. Dat je begint met een project, dat je het aankondigt aan mensen. En het zenden en dan komen er vanzelf reacties op. Hans, danke für die Übersetzung. Graag gedaan. Immer anstrengend. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für euch. Immer warten, übersetzen und Deutsch. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Vielen Dank, Nuri. Und ich würde sagen, iedereen Success diese Maand. Und ja, wir gehen noch tegenaan. Tot de 18. September. Und let's rock Nederland. Ja, laten wir Gas geben. En België. Tschüss. Okay, dankjewel, Nuri. Bedankt iedereen voor het kijken. En we houden elkaar op de hoogte. En ik ga jullie informeren via de WhatsApp-groepen en de Facebook-groepen. Okay? Succes allemaal komende maand. Doei, doei.